Brauchtumsveranstaltungen gibt es ja in diesem Jahr wahrscheinlich eher weniger und der Fasching wurde ja schon abgesagt. Und eine der Faschingshochburgen im Landkreis Erding ist natürlich die Stadt Dorfen, wo es einfach heißt Hämmerlinzen. Und bei mir ist jetzt Heinz Grundner, der Bürgermeister. Herr Grundner, ein tiefer Schlag für die Stadt Dorfen, oder? Ist natürlich ein ganz tiefer Schlag für uns, bei uns in Dorfen da. Und einschränkend möchte ich natürlich schon sagen, dass Dorfen nicht eine der Hochburgen ist, sondern aufgrund von der langen Tradition von der Karnevalsgesellschaft bei uns bereits seit nahezu mehr als 120 Jahren sind es jetzt schon, wo es diesen Traditionsverein gibt, denke ich, ist Dorfen die Hochburg. Für uns ist das natürlich ein herber Schlag, wenn der unsinnige Donnerstag mit seinem traditionellen Hämmerlinzenumzug heuer nicht stattfinden kann. Schade, wirklich traurig, aber es nützt halt nichts. Es gibt ja viele Ortschaften, da heißt es, irgendein Verein trägt die Botschaft nach außen. Und beim Hämmerlinzen kann man ja wirklich sagen, die Botschaft Dorfen, Stadt Dorfen, da sagt jeder gleich, ach, die weißgewandeten Hämmerlinzen. Ja, für das ist Dorfen bekannt, nicht nur für den Hämmerlinzenumzug, sondern auch für unser gutes Bier. Aber beides gehört ja gleichermaßen zusammen. Dorfen ist eine Stadt, in der sich gut feiern lässt und da ist der unsinnige Donnerstag, der Hämmerlinzenumzug, mit Sicherheit das Aushängeschild der in Anführungszeichen Nationalfeiertag bei uns. Der Nationalfeiertag, der sich auch sehr gewandelt hat, dank Ihrem Sicherheitskonzept, muss man auch mal drüber sprechen. Als jetzt eben die letzten Jahre der Hämmerlinzen war, es hat sich alles doch ein bisschen beruhigt, es war ja doch einmal eine andere Zeit dabei. Es hat sich Gott sei Dank wieder entzerrt, es ist wirklich wieder ein Tag zum Feiern für die Hämmerlinzen, für die Familien, die auch mitmachen und aber auch für die Zuschauer. Es gab andere Zeiten, wo das Ganze ein bisschen ausgeufert ist, mit einem, denke ich, sehr guten und doch aber auch rigiden Sicherheitskonzept, das wir zusammen mit der Karnevalsgesellschaft und den Ordnungseinrichtungen vor Ort erstellt haben. Und auch durchführen hat sich das Ganze wieder sehr gut entwickelt. Es ist ein Tag für die Dorfner, für die Zuschauer und aber auch für jeden Besucher aus nah und fern. Hinter uns steht ja das neue Rathaus. Letztes Jahr ist schon getestet worden, weil es wird ja bekanntlich der Bürgermeister mit der Leiter abgeholt. Das ist richtig, das ist eine der schönsten Aufgaben, die ein Dorfner Bürgermeister so zum Absolvieren hat. Der Stieg aus dem Rathaus, das Abholen von der Präsidentin und vom Prinzenpaar und dann eben über die Leiter runter vom Rathaus. Es ist hämmerlinzentauglich, das haben wir letztes Jahr gesehen und das haben wir aber in der Planung schon so berücksichtigt. Wie sehr hoffen wir jetzt drauf, dass es dann nächstes Jahr wieder klappt? Ja, sehr stark. Also ich hoffe, dass wir im Rahmen der Maßnahmen, die jetzt laufen, Lockdown, Impfmaßnahmen und so weiter, dass die Pandemie so weit in den Griff bekommen wird, dass diese Seuche dann 2021 uns den unsinnigen Donnerstag, den Hämmerlinzenumzug, nicht wieder verhagelt und wir zusammen mit der KG und mit den Dorfnerinnen und Dorfner wieder unseren Tag feiern können. Okay, wir werden jetzt dann gleich mit der Präsidentin auch noch reden von der Karnevalsgesellschaft. Sie müssen mir jetzt folgenden Satz ergänzen, und zwar, das ist der traditionelle, in der Stadt der Hämmerlinzen. Soll Humor und Gaudi glänzen. Dann hoffen wir aufs nächste Jahr. Dankeschön, Herr Bürgermeister, und ja, auf nächstes Jahr. Ich sage ganz herzlichen Dank und darf für nächstes Jahr gleich mal präventiv alle Besucherinnen und Besucher einladen, wenn es wieder heißt, unsinniger Donnerstag, Hämmerlinzenumzug und in Dorfen glänzt Humor und Gaudi. Herzlichen Dank auch. Oh, du Himmel auf Erden, lieber froher Karneval, sing im Jubel frohe Wiedertun aus diesem Tal. Oh, du Himmel auf Erden, lieber froher Karneval, sing im Jubel frohe Wiedertun aus diesem Tal. Der Hämmerlinzenfasching ist ja leider in diesem Jahr 2021 nicht der Fall. Letztes Jahr hat er noch mal stattgefunden. Wir stehen jetzt direkt vor dem Hämmerlinzenbrunnen. Bei mir ist die Präsidentin der Karnevalsgesellschaft Dorfen, Anja Greimel. Frau Greimel, Karnevalsgesellschaft Dorfen ist ja eine der ältesten Karnevalsgesellschaften weit und breit. Ja, das ist richtig. Also vor allem in Oberbayern sind wir eigentlich so ziemlich die älteste, im Gründungsjahr 1899. Wo sich einige lustige Herren zusammengeschlossen haben und für Humor und Gaudi in Dorfen gesorgt haben. Wobei der Hämmerlinz noch viel weiter zurückgeht. Wie weit geht der zurück? Das ist leider nicht mehr nachvollziehbar. Es war früher reiner Umzug für Herren,
bis dann so im Zuge der Gleichberechtigung auch die Damen mitmachen durften. Aber wie gesagt, also wann genau der entstanden ist, können wir aus der Chronik leider nicht mehr nachvollziehen. Das muss ich aber trotzdem mal fragen. Andere verkleiden sich als Clown, Cowboy und Indianer. Warum in Dorfen der Hämatlenz, also sprich ganz in Weiß, im Nachtgewand? Wo kommt das her? Ja, es ist eigentlich traditionell das Winteraustreiben. Also mit dem Verbrennen des Hämatlenz auf dem Marktplatz sollte dann eigentlich der Winter vertrieben werden. Und mein Hemd, klar, kommt von Nachthemd. Deswegen, also es ist bei uns nicht nur so, dass wir in Weiß unterwegs sind, sondern wir sind tatsächlich in alten, traditionellen Nachtgewändern mit Zipfelhauben oder Betthauben unterwegs. Wo diese Tradition dann allerdings herkam, ist so nicht mehr nachvollziehbar. Also es ist praktisch genauso wie die Geschichte allgemein, wie lange das es schon gibt, einfach nicht mehr überliefert. Der Hämatlenzenfasching in Dorfen, der läuft ja eigentlich immer ein bisschen anders. Und zwar normalerweise Faschingsumzüge am Nachmittag. Da geht es aber schon ganz in der Früh los. Ja, der Umzug startet offiziell um 10 Uhr. Und vorher sind viele Dorfner schon unterwegs, privat oder auch in den umliegenden Gasthäusern, zum deftigen Weißwurstfrühstück. Und ab 10 ist dann eben Umzug, bis 12 dann am Marktplatz der Hämatlenz verbrannt wird. Also wir starten hier früher und eigentlich ist, ich sag mal, gegen 13 Uhr der ganze Zauber vorbei. Ich darf jetzt zu meiner Schande gestehen, dass 13 Uhr, das habe ich noch nie erlebt, dass in Dorfen bei mir vorbei war. Also bei mir ist meistens immer 6, 6, 7 losgegangen, Weißwurst, Frühstück und um 11 Uhr habe ich geschaut, dass ich den letzten Zug erwischt. Ja, natürlich steht jedem Teilnehmer des Umzugs frei, dann auch in den Gaststätten oder privat einfach weiter zu feiern und ja, Fasching zu feiern. Wie weh tut es jetzt eigentlich, dass eben heuer kein Hämatlenzenfasching stattfinden wird? Naja, wir sind ja nicht nur auf den Hämatlenz reduziert. Für uns findet in diesem Jahr überhaupt kein Fasching statt. Und ja, doch, also man trauert dem Ganzen schon nach, weil es auch ein sehr großer Verein ist mit vielen Leuten, die man natürlich auch gerne trifft, mit denen man sich gerne unterhält, mit denen man einfach gerne Freizeit verbringt. Und das tut sehr weh. Ja, viele sagen ja immer bei den Vereinen jetzt, es gibt viele Vereinsaustritte. Ihr habt ja auch viele Tanzgruppen, die vielleicht betroffen sind davon, Prinzenpaare und Ähnliches. Wie ist es bei euch? Habt ihr da schon irgendwie gehört, ah, gut, wenn es kein Fasching gibt, dann machen wir nicht mehr mit? Also unsere Tanzgruppen hatten ja im Sommer sogar noch das Trainieren angefangen, mussten dann aufgrund der Pandemie das Training wieder einstellen. Es tut weh und wir verzeichnen auch einige Austritte, allerdings alles im Rahmen, was wir eigentlich jedes Jahr so an sich hätten. Der Großteil der Mitglieder steht wirklich geschlossen hinter dem Verein und auch hinter der Entscheidung, den Fasching ausfallen zu lassen. Dann hoffen wir natürlich, dass es nächstes Jahr wieder klappt, dass man Hämatlenzen feiern kann, wenn jetzt das mit der Impfung gut klappt. Ich schaue auf den Hämatlenz gerade. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr uns dann alle wieder treffen. Vielleicht sind wir dann auch im Fernsehen mit dabei. Und ihr habt ja schon einen neuen Spruch. Der Bürgermeister hat jetzt vorher, also den Satz, er glänzt und jetzt sage ich nochmal, in der Stadt der Hämatlenzen. Sollen Humor und Gaudi glänzen, einer der älteren Faschingssprüche. Und in diesem Jahr frei nach dem Motto, trotz Corona, deren mir nicht trenzen, bleiben im Herzen Hämatlenzen. In diesem Sinne, dann hoffen wir wieder auf einen neuen Hämatlenzen-Fasching. Und ich freue mich drauf. Und wie gesagt, Weißwürst, Umzug und dann hinterher noch ein bisschen feiern. Das wäre schön.